Die cremige Steckrübe, dann der knusprige Tofu. Mm, das passt wirklich super gut zusammen. Tachchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Iss Gesünder. Ich bin Felicitas Teen und heute kochen wir mit diesem wunderbaren Gemüse. Es gibt Steckrübeneintopf. Ich hole was zum Schnippeln. Wer das Rezept sehen möchte, ist unten in der Videobeschreibung. Los geht's. Ich hole mir heute mal ein großes Brett, weil die Rübe muss zerteilt werden. Großes Brett, großes Messer. Schafft das schon. Halleluja. Ach ja, schneiden nicht drücken. Wusste ich eigentlich. Gar kein Problem. Eine halbe soll reichen. Das Schöne an der Steckrübe ist, dass es einfach ein perfektes Wintergemüse ist. Sie ist günstig und ganz viele Leute werden davon satt und für Eintöpfe einfach perfekt. Ich schäle sie jetzt einfach und schneide sie dann in 1 cm große Würfel. Steckrübe riecht so ein bisschen süßlich, so eine Mischung aus Kohlrabi, Karotte und Kartoffel vielleicht. So, erstmal in Scheiben und dann in Würfel. Ich schneide jetzt möglichst gleichmäßige Würfel, weil ich werde meinen Eintopf heute nicht pürieren. Der soll ruhig stückig bleiben. Das ist jetzt schon unsere halbe Miete. Kurz Steckrübe parken. Es gibt ja auch verschiedene Steckrüben. Manche sind eher ein bisschen weißlicher und manche sind eher ein bisschen orange. Und meine ist genau in der Mitte. Da mir nur Steckrübe zu langweilig wäre, kommt in meinen Eintopf noch Karotte und Kartoffel. Alles muss auch geschnippelt werden. Manchmal denkt man ja, dass Eintopf so ein bisschen oldschool ist und gar nicht so in die moderne Zeit passt. Aber ich merke, wenn immer ich Eintopf auch für meine Freunde mache oder für eine Party, sind alle mal total heiß drauf. Also macht mehr Eintopf. Isst du eigentlich auch so gerne Eintopf? Schreib's gerne mal in die Kommentare. Da Karotten tendenziell ein bisschen länger brauchen als Steckrübe, weil sie ein bisschen härter sind, schneide ich die Würfel ein bisschen kleiner, damit nachher alles gleichzeitig fertig ist. Kartoffel. So, Kartoffeln auch in Würfel. Zack, zack. Das Schönste ist natürlich, wenn du dir jemanden in die Küche holst, der mit dir schnippelt. So mache ich es immer. Im Video bin ich alleine. Zu Hause schnippelt mein Freund mit. Was wir natürlich jetzt noch brauchen, ist eine Zwiebel. Weil ohne Zwiebel keine gute Suppe, finde ich. Falls du jetzt ganz Lust hast auf noch eine Suppe, kannst du jetzt hier oben klicken. Da kommst du zur Kartoffelsuppe, auch super, super lecker. Und die ist püriert. Ich sage ja immer, wenn es bunt aussieht, schmeckt es auch bunt. Und hier fehlt ja auf jeden Fall noch was Grünes. Deswegen kommt noch ein bisschen Lauch dazu. Und weil die Stange riesig ist, reicht mir eine halbe. Wichtig bei Lauch oder Porree, je nachdem wie du sagst, er muss in der Mitte gewaschen werden, weil da sammelt sich immer Dreck. Also mitkommen. Also eigentlich stimmt es nicht ganz. Eigentlich sammelt sich der Dreck immer nur genau da, wo der Porree so macht. Also wo er dann an dieser Stelle. Naja, nur ist er auf jeden Fall sauber. Halbieren und jetzt in halbe Ringe schneiden. Lauch schneide ich irgendwie gerne. Da glättet das Messer so schön durch und ich mag, wie er so auseinanderfällt. Ich räume auf, der Topf wird heiß und dann wird angebraten. So, großer Topf auf. Ein bisschen neutrales Pflanzenöl, Rapsöl oder Sonnenblumenöl, was du lieber hast. Und jetzt zuerst Lauch und Zwiebel 5 Minuten andünsten. Wuppa, wuppa. Gut, dass ich es hier in die Mitte getan habe. Muss mal hier durchfahren. Okay. So, jetzt kommt das ganze restliche Gemüse dazu. Wichtig ist, dass man Ton dazu gibt. Da. Chup, chup, chup. Und die Steckrübe. Irgendwie sieht sie auch so ein bisschen aus, als wären es Käsewürfel, oder? Mittelalter Gouda.
Mittelalte Gaudersuppe? Auch lecker. So, jetzt kommt die Gemüsebrühe dazu. Weil in irgendwas muss die Steckrübe ja köcheln. Jetzt wird die Suppe gewürzt, und zwar mit Ingwer. Und da bin ich faul. Ich treibe ihn einfach rein, ohne ihn zu schälen. Funktioniert genauso, merkt kein Mensch. Ingwer schmeckt gut und er kann entzündungshemmend wirken. Für die Farbe und auch für den Geschmack kommt noch Kurkuma dazu. Kurkuma regt die Verdauung an. Jetzt kommt noch mein Lieblings-Allrounder, und zwar ein Lorbeerblatt. Und natürlich Salz und Pfeffer. Unser Eintopf darf jetzt ungefähr 20 Minuten weich köcheln. In der Zeit kümmere ich mich schon mal um die Einlage. Es gibt nämlich noch knusprigen Tofu. Wir kommen zum Räuchertofu. Den finde ich toll, weil der gibt dem Ganzen so einen richtig rauchigen Geschmack. Macht das Ganze super herzhaft und passt damit gut zum Eintopf. Einfach in kleine Würfel schneiden. Ich finde, dass Räuchertofu wirklich ein guter Snack ist. Manchmal habe ich ihn auch im Kühlschrank und dann schneide ich mir heimlich keine Scheibe ab. Und snack die einfach so. Ein bisschen Öl in die Pfanne und dann wird der Tofu richtig knusprig. So, ihr kleine Racker, ab mit euch ins Öl. Guck mal. Dancing, Dancing Tofu. Und damit ihr nicht so alleine seid beim Tanzen, kommt der Rest jetzt auch dazu. So, der Tofu ist knusprig. Der wird kurz geparkt. Ein richtiger Lebensmittelparkplatz hier heute. Als Beilage zum Eintopf gibt es noch Vollkornbrot. Und das lasse ich natürlich nicht so, sondern ich mache es noch richtig lecker in der Pfanne. Vollkornbrot hat viele Ballaststoffe und macht lange satt. Ich nehme 4 schöne Scheibchen. Dann kommt jetzt die Knoblauchzehe. Einmal draufhauen. Boom. Jetzt habe ich hier ein bisschen Margarine. Und darin wird das Vollkornbrot zusammen mit dem Knoblauch ein bisschen knusprig angebraten. Das hier ist quasi wie Toasten, aber noch leckerer. Ra, 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 ra. Kleine Prise Salz. Und fertig. Bevor ich anrichte, komme ich noch zur letzten Zutat. Und zwar braucht meine Suppe natürlich auch noch was Grünes. Also was richtig Grünes. Ich habe hier glatte Petersilie und die wird grob gehackt. Wenn du willst, kannst du natürlich jetzt in die Suppe nochmal mit dem Pürierstab reingehen und so ein Drittel pürieren, dann ist sie cremiger. Aber ich finde es eigentlich schön, wenn man die Stückchen noch sehen kann. Für die Frische gibt es ganz zum Schluss noch einen kleinen Schluck Apfelessig. Und jetzt kann ich eigentlich anrichten. Ein bisschen was von der Petersilie gebe ich jetzt hier schon rein. Und der Rest wird drüber gestreut. Oh, toll! Früher waren ja eigentlich alle Teller weiß, aber ich mag den Trend total gerne, dass Teller jetzt bunt sind. Jetzt kommt die Petersilie drauf und dann der Tofu. Vollkornbrot dazu. Und jetzt kosten. Die sieht schon so hübsch aus. Yay! Hübsches Essen macht doch gleich viel mehr Spaß. Dieser Eintopf macht so richtig gute Laune. Die cremige Steckrübe, dann der knusprige Tofu, das passt wirklich super gut zusammen. Ich hoffe sehr, dass du jetzt auch ganz doll Lust auf Eintopf hast. Lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere auf jeden Fall den AOK Gesundheitskanal und ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Iss gesünder.